Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir machen jetzt weiter. Wir haben hier das letzte Mal den ersten Boss gelegt. Halt, stopp, ich will noch kurz am Feuer chillen. Denn ich habe keine Flakons mehr. Wir haben den ersten Boss hier erledigt. Und jetzt geht's weiter. Verlassen. So. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen die Einstellung rumgebastelt. Und ein bisschen alles ein bisschen hochgetrieben. So, wir machen jetzt erstmal hier diese große, schwere Tür auf. Let's go. Komm, Boy. Yeah. Okay. So, wir sind wieder am Brennen, weil wir unsere Glut wiedergefunden haben. Und vorne stand gerade einer am Tor. Hier sind Misty gefallen, glaube ich. Gerade das Bruchschwert. Da sitzt wieder einer. Ja, ich muss das immer auf E bestätigen, dass das weggeht. So, wir probieren jetzt mal was. Ja, hau. Oh, ich sollte es nicht probieren. Das war schon mal wieder richtig bad. Aber gut, ich muss mich auch wieder ein bisschen hier erstmal reinfinden in Dark Souls, ein bisschen warm spielen. Dark Souls ist ein Spiel, wie ich finde, was man nicht einfach so 0815 loszockt und direkt alles beherrscht. Finde ich auf jeden Fall. Dark Souls finde ich ziemlich schwierig. Da ist ein Schatten. Hier sitzen ein paar Dudes. Okay, die sind nicht mehr One-Hit. Hier ist wieder so ein Bogenheini. So, hier haben wir mal einmal niedergeschnetzelt. Das ist die schwindende Seele. Die hatte mich letztes Mal, glaube ich, auf dem Laptop einer ziemlich hart aufgeregt, weil da hinten in der Ecke ist so ein anderer Samurai-Typ. Der kann einen ziemlich schnell wegbremsen. Und letztes Mal habe ich ihn dann zwar besiegt gehabt, aber der ist mir dann so komisch die Klippe runtergefallen. Ist das Freund oder Feind? Das ist ein Feind. Oh. Ich habe wieder von hinten ist der One-Hit. Oh, stirb. Okay. Gehen wir mal weiter. Mal weiter hier hoch. War hier nicht letztes Mal auch irgendwo ein Hund? Wie gesagt, noch kenne ich das Spiel so ein bisschen. Aber viel weiter habe ich auch nicht gespielt. Da ist er. Ich wusste es, dass der irgendwo hier war. Warum dreht er sich jetzt so? Okay. So, hier haben wir noch ein Item. Eine Glut. Glut ist wie bei Dark Souls 2 die Menschlichkeit. Das habe ich auch lange nicht verstanden. Aber jetzt habe ich es. So, da müssen wir gleich rein. Ich will mich jetzt erst hier um den komischen Samurai kümmern. Wobei der halt verdammt stark ist, ne? Haben wir hier nicht noch irgendwo was vergessen? Ne, da oben ist das Item, was ich meine. Da bin ich letztes Mal ziemlich lange dran vorbeigelaufen. Ein Ostwaldschild. Achso, das sind solche Typen. Au. Vor allen Dingen, ich denke immer, ich habe ja Bloodborne gespielt. Und ich denke mir immer, ich habe so ein Refund-System. Was aber nicht so ist. Wo sind Schilder? Da. So, ich habe das Schild, hat 4,5 Gewicht. 65 Robustheit, physisch 100%. Magie, wie ist das? Ananas, okay, dann ist mein Schild besser. Belassen wir jetzt. Erstmal da oben steht er schon, der hat ein richtig geiles Samurai-Schwert. So, wir probieren den jetzt. Finden nur das Schlachtfeld hier ziemlich scheiße. Und hier sind auch schon ein paar Leute dran verreckt, wie ich sehe. Der ist übel. Ah, Leute. Vor allem, wenn er euch einmal hat, dann hat er euch.
Die Mistbacke. Lass mich hier in meine Ecke. Kamera, was machst du? Oh, der macht einen Sprung zurück. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Fuck, und ich hab keine Heilung mehr. Wie viel hat der Typ denn noch? Shit. Oh no. Nein. Ich hasse diesen Typen. Letztes Mal habe ich den halt da runtergeschmissen und ich vermute mal, dass man das Schwert von dem bekommen kann. Okay, Seelen schnappen und abhauen. Ich meine, ich war ja gar nicht mal so bad. Nur ich will halt einen kürzeren Weg haben. Deswegen gehen wir mal eben hier hin. Ich meine, ich könnte den auch hier fighten. Und theoretisch ist meine Glut jetzt halt wieder weg. Warte mal, wo war denn das Ding jetzt mit dem Loch? Ach, hier unten. Jetzt kommt der Hund, glaube ich. Na? Da ist das Ding. So, wir gehen eben einmal hier rein. Genau, Feuerband schreien. So. Achso, jetzt müssen wir, glaube ich, erst mit der quatschen. I am a fire. I tend to the flame. The lords have left their thrones. To this end, I am at thy side. Aufsteigen kann man sofort, okay. So. Da müssen wir das Schwert jetzt reinstecken. Da habe ich letzte Mal lange dafür gebraucht, um da zu checken, wo ich mit dem Schwert hin soll. Okay. So, wir können jetzt auch eigentlich direkt schon mal ein paar Level aufsteigen. Denn, dann habe ich gar nicht so ein hohes Risiko, meine Seelen zu verlieren. Ne? So, wie viele Level haben wir insgesamt? Wir sind 12 und können bis auf 19 hoch. Heißt 7 Level. Wir machen auf jeden Fall Belastbarkeit. Was wird dadurch gesteigert? Balance, Belastung. Die Belastung wird gesteigert, das ist gut. Kondition. Die Ausdauer, die ist sehr wichtig. So, da haben wir jetzt 3 Punkte verteilt. 3 Punkte, 7 können wir, also haben wir noch 4. Noch 2 und dann machen wir noch eine Geschicklichkeit. Ich denke mal, so ist das erstmal ganz gut. Okay. So. Ja, wo komme ich zurück? B. Escape. Wie komme ich zurück? Zurück. Ach so. Okay, ich finde die Steuerung halt ein bisschen komisch. So, das war das. Jetzt gehen wir wieder hoch und versuchen den Samurai zu verkloppen. Und dann können wir richtig ins Game reingehen, würde ich sagen. Freunde in der Nacht. Aber erst muss der Samurai jetzt leiden. Dumme ist halt, meine Ausdauer ist halt richtig gering. Oh, was? Was ist mit dem, Alter? Ich habe wohl mal geblockt. Na, alles klar, ich bin RIP. Das war mir neu. Alter, dass er so eine Scheiße mit mir abzieht. Warum starte ich denn hier? Ich hab mich da an das beschissene Feuer gesetzt, oder nicht? Ja, ist okay. Das sollte man halt nie machen. Versuchen durchzurennen. So wie ich jetzt gerade. Das geht halt meistens nach hinten los, aber das verleitet einen so krass, so schnell.
So, wir setzen uns jetzt nochmal hier ans Feuer. Aber ich meine, ich habe es gemacht. Ich habe dort schon dran gesessen. So. Verlassen. Eine Glut werde ich jetzt erstmal nicht fressen. Drück die ganze Zeit Shift immer, um zu rennen. Weil der Quatsch ist. So. Mein Samurai, mein Freund. Das Dumme ist halt hier, ist die... Das ist hier ziemlich eng. Alter, da macht er sogar so einen Sprungangriff, Mann. Wie kann er mich denn durch mein Schild einen Blutungsschaden reinhauen? Ah, ist klar, ich habe keine Ausdauer. Ja, komm mal hier hoch. Dann geh ich. Oh. What the fuck? Aua. Oh Mann, ey, dein Ernst? Wieder mit so einem Triggerangriff. Naja, ja, ja, ist okay. Na guck mal, hier weiter runter kommt er nicht. Komm her. Ich will dein scheiß Schwert haben. Ja, komm. Oh, ich sollte es lassen. Nee, 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 nee. Bis in den Tod. Leck mich, du Stück. Oh, Mann. Da fuck mich jetzt natürlich wieder ab, ne? Die erste Aufnahme, für die zweite Aufnahme. Wenn ich jetzt so lange an dem hängen bleibe. Oh no. Hä? War doch die Treppe, klar. Ist das irgendwie wie so ein... LOL, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Oh Mann. Das nervt mich. Da finde ich scheiße, dass ich jetzt... Oder bin ich hier verkehrt? Naja, eigentlich bin ich ja richtig. Wow. Jetzt kannst du auf einmal nicht mehr zurück. Was ist das denn für ein Dreck? Naja, gut. Lassen wir das. Wir reisen. Wir reisen zu den... Reisen zu den Hohenmauern von Lothric. Das ist, glaube ich, der erste König, den wir zurück beschaffen müssen. Ist halt mega kacke, dass ich den jetzt nicht kaputt gekriegt habe. Guck mal, da ist auch so ein gewundenes Schwert. Okay, aber ansonsten ist hier nichts mehr. So, dann gehen wir mal hier durch. Mach die schwere Tür mal auf. Okay. Hohe Mauern von Lothric. Also Map-Design-technisch finde ich das schon mal ziemlich geil wieder. Und ich denke, das ist so wie im letzten Dark Souls, dass man auch alles, was man sieht... Da kommt man auch überall hin. So, wir zünden mal das Feuer an. Zack. Okay. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Ich höre hier überall aber Leute. Da sitzt einer. Mistbacke. Okay, den haben wir schon mal zerlegt. Flitzen wir mal hier runter. Hier sind so betende Viecher und da ist ein Hund. Zwei Hunde. Ah, was? Trifft er nicht? Die sind halt geil, weil die sind easy, die chillen da nur. Ihr Leben weg. Oh, ich habe keine Ausdauer. Au. Ich hasse es, mit so wenig Ausdauer rumzupimmeln, ne? Dann ist noch so einer. Könnte da runterspringen. Keine Ausdauer.
hat der mich jetzt gerade wirklich geschubst, ne? Alte Pestbeule. So, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Beziehungsweise wo hier was ist wirklich. Ich habe zwar schon mal so ein bisschen gespielt hier und hatte auch mal einen Weg gefunden, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo er ist. Also da unten ist noch ein Weg, da oben ist noch ein Weg. So, wir gehen erstmal hier hoch. Ich glaube, unten war gefährlich. Aber hier oben war, glaube ich, gar nichts mehr. Doch, da ist so ein armes Heini. Oh nein, der verwandelt sich. Okay, den habe ich aber. Davon habe ich nämlich schon mal so einen Kollegen. Und wenn die sich verwandeln, dann sind die übel. So. Okay, die haben wir. Oh, da haben wir einen Bogen gefunden. Da ist nichts in der Ecke. Kann man hier nicht aufkloppen? Nein. Und ist hier hinten noch in der Ecke? Auch nichts. Ich weiß, ich gebe jetzt hier wieder versteckte Mauern. Kann mir das einer sagen? Da hoch komme ich nicht. Okay, dann war hier gar nichts. Dann gehen wir mal da runter. Dann gehen wir mal hier runter. Gucken, was hier so abgeht. Ich glaube, hier war auch schon wieder so ein nerviger Geselle. Ne? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, was da jetzt wirklich, was da gerade gelegen hat. So, ich glaube, die Tür können wir nur von der anderen Seite öffnen, ja. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder den Weg suchen. Na, ich meine, hier vorne links rum ging es auch noch. Irgendwo lebt doch hier einer. Da, guck mal. Er pimmelt da rum, ey. Und jault da rum. So, gehen wir mal hier hoch. Und auf der anderen Seite runter. Ah ja, da vorne ist ein Drache. Mieser Drache. Irgendwo hatte der auch gelebt. Trifft er nicht. Oh fuck, der ist doof. Wow, 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 wow. Wo kommt er denn her? Warum steht er auf einmal auf? Und will mir an der Karre pissen. Oh. Okay. Lol. Aua. Jetzt werde ich fast drauf gehen. Lass mal saufen. Da liegt noch einer, der ist tot. Oder der glaubt, der ist tot. Boah, der Drache, der sieht so geil aus. Aber der ist auch Gott sei Dank tot. Aber nur der. So viel sei verraten. Und ein bisschen habe ich ja schon vorgespielt. Und das, was ich da gesehen hatte, war übel. Naja, ich hab's gerade schon gesehen, die Achse. Dass die dir hier so miese Fallen stellen, ne? Mal Gate, Dude. Bei denen kann ich nichts tun. Von hier? Oh, guck mal, da oben liegt noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin, bitte? Hä? Ach, guck mal, hier komme ich auch noch hoch. Zieh mal einer an, ich komme hier auch hoch. Ja, da habe ich schon wieder vergessen. Ja, den sollte man immer schnell töten, weil ich meine, der hat so eine komische Glocke, womit der die, Au, au! So. Womit der die, komisch beleben kann oder so.
Oh, der Drache hört sich aber geil an. Wenn man da drüber herlatscht. Klatsch, klatsch. Übel geil. Ja, genau, dann kann ich mich da gleich runterfallen lassen. Aber erst gehe ich hier hoch. Aua. Lustige Made. Der ist auch nicht tot. Ich hab's mir fast gedacht, weil er so komisch geleuchtet hatte. Oh, ein Fernglas. Einfach mal wütend Vandalismus. Hier an der Tür kann ich nichts mehr machen. Okay, dann wartet hier oben. So, dann lassen wir uns da vorne mal runterfallen. Wait. Achso, das ist das. Okay. Die haben wir ja gerade schon unten von dem Fenster aus gesehen. So, wir lassen uns jetzt mal hier vorne runterfallen. Ob wir da das Item kriegen. Natürlich macht das Schaden. Goldenes Kiefernharz. Achso, das ist für Elektro auf unsere Waffe. Oder für Stromschaden. So, unterklettern. Okay, Leute, hier im Kerker machen wir für die zweite Folge erstmal Schluss. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie gesagt, haut mal ein paar Tipps raus. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.